Mein Name ist Michael Essig, ich komme von der Universität der Bundeswehr in München und wir haben gemeinsam mit Amazon Business eine Studie zur Akzeptanz elektronischer Marktplätze in der öffentlichen Beschaffung durchgeführt. Dazu haben wir unter anderem 15 öffentliche Auftraggeber befragt. Wir haben eine sehr umfangreiche Literaturanalyse durchgeführt und sind zu einer Reihe ganz interessanter Ergebnisse gekommen. Zum einen doch eine relativ hohe Akzeptanz dieser Systeme bei öffentlichen Auftraggebern auch heute schon. Wir haben festgestellt, dass insbesondere für den Direktkauf, wo ja die Frage, wie ich solche Beschaffungsvorgänge effizient abwickeln kann, die Nutzung elektronischer Marktplätze nach § 14 Unterschwellenvergabeordnung rechtlich eindeutig zulässig ist und wirtschaftlich auch geboten. Und im nächsten Schritt wollen wir untersuchen, wie lässt sich diese Idee des elektronischen Marktplatzes in andere Felder der öffentlichen Beschaffung ausweiten. Dazu ist erstmal wichtig, dass wir die Rolle eines solchen elektronischen Marktplatzes eindeutig definieren. Sie ist vergaberechtlich derzeit noch nicht eindeutig definiert. Das ist sicherlich eine Aufgabe für den Gesetzgeber. Aber wir sehen eine ganze Reihe von Möglichkeiten, gerade vor dem Hintergrund des Wunsches, die öffentliche Beschaffung zunehmend zu digitalisieren, wie wir zu einem erweiterten Einsatz solcher elektronischen Marktplätze kommen können.